und herzlich willkommen. So, damit hallo und herzlich willkommen. So, damit hallo und herzlich willkommen. Hey, Tag auch, ja, zu einer neuen Folge Let's Play Euro 2. Und ich weiß nicht, was los ist, aber der bremst total langsam. Nee, ich habe gerade eben schon eine Aufnahme gemacht, aber da bin ich leider grippiert quasi. Und zwar habe ich da halt einen LKW gehabt und habe nicht, oder einen Anhänger schon gehabt und habe da nicht richtig aufgepasst und dann bin ich eventuell einen reingefahren, ja. Wobei der sich auch nicht mal nicht so anstellen soll. Hä? Wurde das jetzt umgestellt oder was? Option. Tastbelegung. Ich habe irgendwie das Gefühl. Bremse. S. So. Motorbremse, Leertaste. Geht nicht. Warum nicht? Bin ich nicht schnell genug oder was? Also irgendwas ist mit der Bremse ganz, ganz komisch. Ey, jetzt muss doch irgendwas in den Gameplay-Einstellungen sein. Realistischer, bla bla. Nein, ich will nicht realistisch. Sag mal, das hat sich aber auch geändert, ne? Temperatureinheiten, Volumeneinheiten, Liter. Angezeigte Währung, Euro. Wie, USA? Ach nee. Faktor der physikalisch beeinflussten... Ach so. Ja, wenn man das nicht ganz oben hat, dann weiß ich auch nicht. Ringwahrscheinlichkeit unten. Intelligenter Tempomat. Tempomat Schrittgröße. Ach so, das kann ich ja noch umstellen. Okay. Zeiger LKW-Geschwindigkeit. Treibstoffverbrauch? Nein. Lifterachse, automatische Zündung und Motorstart. Hä? Stecker der Bremsen ist total hoch. Was ist das? Hier irgendwas, keine Ahnung. Das ist ja mit S, keine Ahnung, gleichzeitig beschleunigt und bremst. Oder was? Verstehe ich nicht. Aber der bremst auf jeden Fall extrem lasch. Oder ich habe es einfach zu lange nicht mehr gespielt. So, dann warten wir den ganzen Shit hier mal. Schon sind wir wieder im unter 100.000er Bereich. So. Das hat er sonst... Der hat doch sonst immer früher gebremst, oder? Naja. Weiß ich nicht. Achso, ja, hier ist der Parkplatz. Okay. Cool. Ja, wusste ich auch noch nicht. So. Escape. Auftragsangebot. Von hier aus. Vom Riemen aus. Gnief. Gut, 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 gut. Oha. Ja, Calais, Alter. 35 Euro die Kilo, den Kilowatt. Wirkt aber ein bisschen. Ey, guckt euch das mal an. Was ist denn das? Der bremst ja mal mega behindert. Und ich habe das einfach vorher viel besser drauf gehabt. Aber der bremst ja grundsätzlich nicht. Ich werde mal ganz kurz noch was ausprobieren. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ich habe jetzt die 32er Version, weil gerade eben hatte ich noch die 64er Version, glaube ich. Nö, keine Ahnung. Vielleicht hat sich das auch mit der Version jetzt geändert oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber der braucht total lange zum... Ohne Scheiß. Ich habe hier übrigens auch alle OMFG-Lieder drin. Ich habe unten auch nochmal die wichtigsten Musikkanäle, was YouTube angeht, verlinkt. Bei denen ich immer mal wieder vorbeigucke. Weil ich selber bin halt kein Mensch, der wirklich sich richtig gerne damit auseinandersetzt,
wirklich nach Musik zu suchen, ne? Auch so nach Liedern, die ich vielleicht geil finde oder so. Sondern meistens ist das ja so, dass man das nur so durch Zufall entdeckt. Also man klickt ja halt mal drauf so. Und ja, keine Ahnung. Und ich fand's sehr krass, ich habe jetzt das Review, das Let's Test zu Clicker Heroes gemacht. Und das... Ich kann nicht bremsen! Ja, ey, was ist denn das? Und jetzt auch noch irgendjemand angefahren, ja, super. So. Und warum habe ich das Fernblend? Blind, keine Ahnung. So, mal gucken, ob das was gibt. So, genau. Worüber habe ich jetzt gerade gesprochen? Genau, Clicker Heroes. Das bummt ja echt extrem. Also ist unter den beliebtesten neuen Erscheinungen der kostenlosen Spiele. Ich spiele es auch immer noch. Beziehungsweise ich finde es halt echt ganz gut, das System auch. Ja, natürlich, Alter, mein Anhänger, weißt du es? Ey! Ich bin so scheiße im Fahren, das ist der Wahnsinn. Und wieso höre ich nicht auf zu blinken hier? Scheiße. Ja, geil, direkt Schaden am... Boah, Alter. Ich muss jetzt das komplette Spiel neu lernen, weil die Version einfach die Bremskraft komplett verändert hat und das Lenkverhalten. Boah, es kommt mir nur so vor, aber es ist echt... Richtig schlimm. Ja, doch klar, die Bremse braucht viel länger, bis sie greift. Auch die Motorbremse. Sonst hast du die gedrückt und dann war die da. Scheiße. Naja, kann nicht immer alles so einfach sein. Es könnte alles so einfach sein. Es ist aber nicht und so weiter. Ach ja. Ja, mit dem 5000 Euro Saturn-Gutschein ist das leider komischerweise doch nichts geworden. Habe ich total geschockt auch. Habe ich echt nicht mit gerechnet, dass ich da nicht gezogen werde, weil ich weiß nicht, wie viele Leute die da mitgemacht haben. Boah, ey, und dann war ich heute krank und weil... Und dann gucke ich heute Morgen, weil, ey, Alter, ohne Scheiß, ne, im Fernsehen läuft ja gar nichts mehr, weißt du? Und dann hast du schon Netflix. Und dann willst du Mythbusters gucken und dann ist das in Englisch mit Untertiteln. Das habe ich auch so angekotzt. Wenn du krank bist und Kopfschmerzen hast, kannst du auch keine Untertitel lesen, Alter. Dann willst du einfach nur zuhören. Und oh. Und dann reden die meistens so schnell und verwurstelt, dass man da und kein Englisch draus verstehen kann. Zumindest bin ich halt nicht so gut in Englisch und... war nicht so cool. War nicht so cool heute. Und dann habe ich einfach durchgesappt und dann kam ich irgendwann auf Sport 1, ey. Und da war dann, weißt du, dann ist da morgens diese Buzzer-Spiele und was das da alles ist, ey. Und da ist irgendwo, ist tatsächlich heute Feiertag. Ich weiß nicht wo, in irgendeinem Bundesland oder so. Naja, glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Und ja, der, also da war dann halt so ein Spiel. Da waren so 50 Loks, also 50 Flash-Animationen. In einem Raster angeordnet. Ja, natürlich, Alter. 50 Flash-Animationen im Raster angeordnet und das waren so Loks. Und die haben eigentlich alle das gleiche gemacht, aber halt eben nicht. Und man musste die 4 Fehler finden. Und ich bin halt wahnsinnig geworden, weil ich habe die Fehler halt gefunden und die reden die ganze Zeit darüber, ja, ist aber zu schwierig und bla bla. Und ruft da an wie so ein Bekloppter, ne? Und irgendwann habe ich, weil ich 2000 Euro und ich dachte so, ja gut, ey, ich meine, ne? Eigentlich ist das auch analog, das wird doch irgendwann, die Wahrscheinlichkeit steigt ja mit jedem Anruf, aber nee, ist ja eine digitale Leitung, sind das ja. Ist mir dann auch irgendwann eingefallen, dann habe ich das gelassen. Ja, also gute 10 Euro oder so dahin gespendet. Scheiße, ey. Naja, auf jeden Fall war dann halt, der erste Fehler war halt, dass das Führerhäuschen ausgemalt war, also die hatten verschiedene Farben, die viel, also das war halt eine Lok aus Lila. Die Räder waren gelb, dieser Schornstein war schwarz und dazwischen war noch so ein blauer Pönöpel. Und aus dem Schornstein kam in dieser Animation immer so ein Rauchschwafel raus, also aus jeder Lok.
So, und dann, genau, war eins halt ohne Führerhäuschen, weil das komplett ausgemalt war. Die nächste Lok war einfach komplett falsch rum. Also die war halt einfach spiegelverkehrt. Dann, das war eine ganz, ganz miese Nummer. Warum bremst ich denn? Ey? Das war eine ganz miese Nummer. Hat einer, hatte eine Lok aus dem Schornstein so einen Ansatz von Rauch. Das heißt, du hast die ganze Zeit gedacht, okay, da kommt so Rauch raus, also mit jeder Animation, wo bei den anderen kompletter Rauch rauskam, also so eine Wolke und die ist dann weggeschwebt, kam bei denen nur so ein Flupf. So ein Fluff aus dem Schornstein oder war es das? Und das war ein bisschen fies, weil, naja, das habe ich halt zum Schluss entdeckt. Und vorher habe ich noch eins entdeckt, da war halt so ein blauer Pinüpel, der war halt nicht vorhanden. Ja, und danach habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, weil es lief ja nicht mal was auf Kinderfernsehen. Normalerweise kannst du dich ja immer so auf Nickelodeon oder so verlassen, dass du Octonauten gucken kannst oder so eine Scheiße, weißt du? No, Sir, Alter, gar nichts kannst du da gucken. Das hat mich so aufgeregt. Weil, ohne Scheiß, ey, früher, ist nicht mal ein Vierteljahr her oder so. Wenn du krank bist, dann guckst halt Fernsehen und gibt's halt nichts anderes. Außer Informational auf D-Max und Sport 1 halt irgend so ein Wasserkrams da. Und dann habe ich halt das geguckt. Also, habe ich halt immer Octonauten oder sowas geguckt. Oder Chuggington kam auch. Und kam halt alles nicht, ne? Das hat mich ein bisschen genervt, ey. Und, aber was dann so kam, waren so Sachen wie Benjamin Blümchen. Was zwar auch ganz witzig ist, aber ey, das geht einem ja richtig auf den Sack, wie asynchron das ist, ne? Alter, das fällt einem auch erst auf, wenn man lange selber, also selber lange Videos macht. Und ich mache jetzt schon, naja, 2,5 Jahre Videos. Das sehe ich als, naja, zumindest relativ lange an. Was Schnitterfahrung und so angeht. Ja, genau, sehe ich als relativ lange an. Und deswegen nervt mich das halt so extrem, dass so teilweise die so asynchron und vor allem hatte die Soundqualität war halt auch richtig kacke. Also das war alles nicht so ganz dead thing und außerdem war das viel zu. Alter, um 7.30 Uhr oder so habe ich den Fernseher angemacht. Da lief das, Alter. Um 7.30 Uhr, ey. Ich dachte, oh yo, was ist bei euch denn falsch, Alter? Welches Kind guckt denn schon um 7.30 Uhr Fernsehen, ey? Weil selbst die Dreijährigen oder so, oder Vierjährigen, für die das ja vielleicht was ist, ne? Die würde ich ja niemals im Leben um 7.30 Uhr vor den Fernseher setzen, Alter. Wenn ich später mal ein Kind habe, dann kann das noch so sehr nerven und schon wach sein um 6 Uhr. Kommt das zu uns und wird zugekuschelt und dann ist Frühstück angesagt, aber doch nicht instant Fernsehen, Alter. Ja, das ist richtig schlimm, ey. Wobei halt auch noch dazu kommt, dass halt Donnerstag war, das heißt, also heute ist Donnerstag und deswegen ist ja sowieso Wochentag. Och nö. Oh nee, ey. Was haben wir hier echt? Alter. Juhu, Spaß. Menno. Naja. Genau, Benjamin Blümchen, Kind vom Fernseher setzen. Ja genau, das fand ich schon, das finde ich ein bisschen übertrieben die Zeit. Also das ist echt früh. Das ist zu früh, finde ich. Aber gut, ne? Gibt's auch Eltern, die ihre Kinder halt um die Uhrzeit vorm Fernseher setzen. Was ich aber trotzdem nicht verstehe, dass dann selbst um die Uhrzeit schon Werbung läuft, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werbeerträge so groß sind um diese Uhrzeit. Und vor allem, wenn die ganzen, alle Sendungen auf das Alter, ich sag mal, 4 oder 5 bis 12 oder so ausgelegt sind, ne? Keine Ahnung, ey. Und dann kommt da ja wirklich teilweise so Werbung, wo ich mir auch so denke, ach so, okay, cool. Wusste ich auch noch nicht. Ach ja. Und danach habe ich mal rumgesetzt. Genau, Disney Channel habe ich dann noch geguckt. Da kam dann Art Attack. Und das letzte Mal, dass ich Art Attack geguckt habe, war das noch ein anderer Moderator, ey. Der war immer cooler. Und der war dann noch einmal bei Galileo, glaube ich.
Da haben der hat der nämlich so Seile ausgetestet und da haben die dann so ein Auto dran gehängt an Stahl.